Einstellung ist das Inklusionsprojekt der Bildung und Lernen GGMBH und wir bieten Hilfen zur Integration auf den ersten Arbeitsmarkt. Was junge Menschen halt mit Handicap so brauchen, um einen Start ins Berufsleben zu bekommen, um den Übergang Schule-Beruf gut zu gestalten. Und diejenigen, die zu uns kommen, die schaffen das vielleicht nicht so gut alleine und die brauchen da halt einfach Hilfe. Zu uns kommen erstmal natürlich die jungen Menschen, die den Bedarf haben, Unterstützung zu bekommen. Es kommen aber auch zum Beispiel Eltern zu uns, Lehrer kommen zu uns. Wir beraten also Schulen, wir beraten auch Unternehmen und Betriebe, die Interesse daran haben, Menschen mit Handicap in ihr Unternehmen zu integrieren. In Form eines Arbeitstrainers kriegen die Leute dann dort also die Unterstützung, die sie brauchen, um halt ihre Arbeit zu machen. Das sieht so aus, dass Maschinen erklärt werden, dass Handreichungen erklärt werden, dass auch ganz, ganz viel geguckt wird, wie der Mensch sozial in dem Betrieb auch klarkommt. Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Also mal ist klar, mal rappelt das und mal nicht. Also mit dem verstehen wir uns super, und er ist ja auch super nett und das beruht sich dann halt immer auf Gegenseitigkeit. Ne? Das macht mir Spaß, das beruhigt mich. Auto sauber machen, Wascherei kann man sagen, mache ich schon ganz lange eigentlich. Das ist ein Hobby eigentlich geworden. Und das ist ein Beruf geworden daraus, als Praktikum. Also ich finde, man sollte auch Leuten helfen, die eine kleine Behinderung haben oder die mal irgendwie auf eine schräge Lage gekommen sind. Also dass man da irgendwie mal drunter unter den Armen packt und dass die Leute dann halt auch zusehen für die Zukunft. Es ist halt wichtig, eine Brücke zu bauen. Also da spielt zum Beispiel eine große Rolle, dass es Vorurteile gibt Menschen mit Behinderung gegenüber. Da wird häufig gedacht, ja, der kann da nicht so viel oder der tut sich schwer, der kann vielleicht auch gar nicht so gut arbeiten. Und dass man also das Augenmerk darauf lenkt, dass der Mensch halt nicht nur Defizite hat, sondern auch echte Stärken. Da sehen wir unseren Auftrag, da zu vermitteln auch.